Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, heute gibt es mein dritte Liga Heimtrikot-Ranking 24-25. Ja, welcher dritte Liga-Verein hat das schönste Trikot? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Man muss dazu aber schon mal sagen, Unterhaching, Alemannia Aachen und SC Verl haben noch keine aktuellen Trikots für die Saison 24-25. Aber dann fangen wir auch jetzt gleich an. Und wie gesagt, schreib dein Trikot-Ranking in die Kommentare. So, auf Platz 17 fangen wir an. Ja, da habe ich das Trikot von Viktoria Köln. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Klar, es sind die Vereinsfarben auf jeden Fall. Aber das Rote so stark und dann oben die weißen Ärmel mit dem schwarzen Rändern links und rechts an den Ärmeln und oben dieser mini weiße Kragen und oben schwarz, das ist so von der Mischung jetzt nicht gerade sehr gut getroffen, sagen wir es mal so. Daher auf Platz 17 das Heimtrikot von Viktoria Köln. So, wen habe ich denn auf Platz 16? Ja, da habe ich das Heimtrikot von BVB, von Borussia Dortmund. Jetzt nicht unbedingt, weil es so schlecht aussieht, aber die Trikots von den anderen Drittliga-Vereinen sehen da schon ein bisschen besser aus. Ja, natürlich schwarz-gelb gehalten, natürlich auch mit der gelben Front quasi wie immer, aber man hätte da noch mehr bisschen das Schwarze, eventuell die Streifen anders einarbeiten können. Daher ist das Trikot, das Heimtrikot für die dritte Liga bzw. 24-25, das Trikot vom BVB auf Platz 16. So, dann geht's aber auch gleich weiter zu Platz 15. Ja, da habe ich das Heimtrikot von Hannover 96. Ja, natürlich auch in den Vereinsfarben normalerweise gehalten mit dem Rot. Schon ganz schön, auch rechts außen, links außen, oben am Kragen auch. Die Farben vom Vereinswappen, also grün, weiß und schwarz, sieht schon sehr schön aus. Auch links das Makronensymbol. Also schon ein schönes Trikot von Hannover 96. Daher aber dann trotzdem auf Platz 15 das Heimtrikot von Hannover 96. So, wen haben wir denn auf Platz 14? Ja, da habe ich das Heimtrikot von Dynamo Dresden. Natürlich in ihren Vereinsfarben gehalten. Sieht auch sehr schön aus. Auch mit dem Gelben. Im Hintergrund sieht man dann halt auch der August den Starken, hat man somit leicht eingeprägt, also sieht schon sehr schön aus, auch die Details halt, links und rechts das schwarze Kragen hätte von den Ärmeln hätte vielleicht mehr mit Streifen sein können, aber sonst sieht das Trikot von Dynamo Dresden ganz okay aus, muss ich sagen. Und wie gesagt, schreib dein Trikot-Ranking in die Kommentare. So, auf Platz 13, ja, wen habe ich da? Da habe ich das Heimtrikot vom FC Erzgebirge Aue. Schlicht gehalten, aber sieht trotzdem ganz schön aus. Mit dem blauen bzw. auch mit dem schönen oben weißen breiten Kragen. Sieht schon sehr cool aus. Man sieht ja auch hier den Förderturm und den Erzgebirgewald. Hat man schön dort mit im Trikot eingearbeitet. Also daher schon ein sehr schönes Trikot vom FC Erzgebirge Aue für die Saison 24-25. Auf Platz 13 das Heimtrikot von Aue. So, dann geht's weiter. Ja, auf Platz 12 habe ich das Trikot von Arminia Bielefeld. Klar, die Vereinsfarben auch schon sehr gut, sehr schön eingearbeitet. So, aber diese weißen Ärmel gefallen mir jetzt nicht so. Hätte man vielleicht auch mehr ein bisschen mit Streifen arbeiten können. Klar, man sieht auch die Fassadenelemente. Das sollen die Häuser sein von der Bielefelder Westseite. Hat man schön eingearbeitet im Trikot. Das sieht schon sehr schön aus. Aber wie gesagt, so die weißen Ärmel bzw. oben der weiße Kragen ist jetzt nicht so mein Ding. Auf Platz 12 das Heimtrikot von Arminia Bielefeld. So, wen haben wir denn auf Platz 11? Ja, da habe ich das Heimtrikot von Rot-Weiß Essen. Man hat es natürlich nochmal geändert, gerade weil die Fans Sturm gelaufen sind, weil man hatte das Vereinslogo RWE komplett mit in dem Dunkelrot eingearbeitet. Das konnte man da kaum sehen. Und da hat es jetzt Essen spontan geändert. Fantreu nennt man sowas. Und jetzt sieht man das Wappen wieder in Weiß und Rot. Also das sieht dann schon wieder jetzt viel besser aus als das erste Trikot eigentlich. Aber so das ganze Trikot, klar könnte man sagen, sieht ziemlich modern aus vom Style auf jeden Fall. Aber irgendwie so das langgezogene und dann nur Rot ist jetzt so nicht mein ganzer Favorit. Deshalb auf Platz 11 das Heimtrikot von Rot-Weiß Essen. Grüße gehen raus zu den Katzen. So, auf Platz 10 die Top 10.
Wen habe ich da? Ja, das Heimtrikot vom VfL Osnabrück. Sieht sehr cool aus. Auch mit den Streifen gehalten, blau und pink, glaube ich. Aber sehr schön sieht das aus, das Glänzende. Hat schon was. Man hätte die Streifen vielleicht noch ein bisschen dünner machen können, beziehungsweise mehr verteilen. Aber so sieht das Heimtrikot von Osnabrück schon sehr cool aus. Daher auf meinem Platz 10. So, jetzt wen? Wen haben wir auf Platz 9? Da habe ich den SV Wien Wiesbaden, das Heimtrikot für die Saison 24-25. Sieht ganz cool aus, so mit dem ganzen Rot und den schwarzen Streifen geteilt und in der Mitte halt den Sponsor. Das hat man ganz gut hinbekommen in Wien Wiesbaden. Sieht richtig cool aus, gerade so das Leuchtende hat was. Auf jeden Fall verdienter 9. Platz für das Heimtrikot für den SV Wien Wiesbaden. So, auf Platz 8, wen habe ich denn da? Ja, das Heimtrikot vom SV Sandhausen. Sieht richtig cool aus, auch so mit dem weißen und grauen Streifen. Dann hat man noch eingenäht das 1960-Muster auf den Ärmeln. Sieht richtig cool aus. Klar muss man zwar genau hingucken, aber schon mal eine coole Idee, dass man das Jahr von der Gründung mit eingearbeitet hat. Dann natürlich das Weingut Reißrad von Buhl. Verkörpert halt die Nähe zum Verein zwischen Kurpfalz und der Pfalz. Also auch das eine sehr coole Idee. Also das Trikot von Sandhausen sieht richtig cool aus in dieser Saison. Daher auf Platz 8 das Heimtrikot vom SV Sandhausen. So, liebe Fußballfreunde, dann geht es gleich weiter auf Platz 7. Da habe ich das Heimtrikot vom VfB Stuttgart. Klar, sieht immer, finde ich schon, muss man sagen, immer recht cool aus. Klar, weiß, rot und gelb sind auch schon coole Farben für ein Trikot. Aber auch die Verarbeitung weiß, dann mit dem roten in der Mitte und aber auch die roten Ärmel und auch der rote Kragen sieht schon sehr cool gemacht aus. Klar, Jacko, der Trikotsponsor, auch mit gut eingearbeitet. Und natürlich den goldenen Stern für die Meisterschaften 84, 92 und 2007. Also das Trikot vom VfB Stuttgart, wie immer, muss ich sagen, bin jetzt kein VfB Stuttgart-Fan, aber die Trikots von Stuttgart sehen schon immer ganz cool aus. Auf Platz 7, das Heimtrikot vom VfB Stuttgart. So, wen habe ich denn auf Platz 6? Schauen wir mal. Ja, da habe ich das Trikot von Energie Cottbus. Sieht sehr cool aus. Ich mag es halt so mit Streifen. Und das Weiße und Rote schön aufgeteilt. Schön so die glänzenden Farben. Auch so mit den weißen Ärmel und Kragen passt halt zu den weißen Streifen. Daher hat man das Trikot von Cottbus für diese Saison sehr gut getroffen. Und links sieht man auch oben schön das Macron-Symbol vom Hersteller vom Trikot. Also das hat man in Cottbus sehr gut und sehr schön hinbekommen. Das Heimtrikot von Cottbus auf Platz 6. So, dann kommen wir jetzt zu den Top 5. Wen haben wir da? Auf Platz 5, ja. Da habe ich das Heimtrikot von 1860 München. Sieht schon richtig cool aus für mich, so blau und weiß. Auch jetzt hier wieder das glänzende Blau. Sieht sehr schön aus. Auch mit dem Stern für die Meisterschaft von 1966. Natürlich über dem Wappen. Sieht richtig cool aus. Auch mit dem, ja, leichten Wellen im Hintergrund. Der Kragen blau mit weiß geteilt. Die Ärmel selber in blau gehalten. Sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Daher verdient für mich auf Platz 5 der besten Heimtrikots 24-25 von 1860 München. Macht's dir Spaß? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. So, weiter geht's. Auf Platz 4, wen haben wir da? Auf Platz 4 habe ich das Trikot vom FC Ingolstadt. Auch hier Streifen, sieht halt für mich immer so cool aus, gerade bei Fußballvereinen, Fußballtrikots. Schwarz und rot, schön wie der AC Mailand, haben wir jetzt so gesehen spontan gesagt. Sieht sehr cool aus, auch mit dem Trikotsponsor oben, beziehungsweise in der Mitte. Die Streifen von oben nach unten schön gehalten. Auch schön die Streifen schwarz und rot und die Ärmel in der Breite dann auch mit schwarz verteilt. Und der Kragen minimal weiß gehalten. Deswegen sieht das Trikot von Ingolstadt richtig cool aus in dieser Saison. Daher auf Platz 4, das Heimtrikot vom FC Ingolstadt. So, jetzt kommen die Top 3. Wen habe ich auf den 3. Platz? Da habe ich das Trikot von Waldhof Mannheim. Wie immer, traditionell blau und schwarz gehalten. Sieht richtig cool aus, auch wieder mit den leuchtenden blauen Streifen. Galerie hat man auch gut eingepackt, so vorne drauf, aber sieht schon dezent aus, sage ich mal. Und auch die Ärmelkragen
Blau, Schwarz und Weiß, sehr schön verarbeitet. Auch der Kragen mit den Vereinsfarben gut hinbekommen. Sieht sehr schön aus, das Trikot, das Heimtrikot von Waldhof Mannheim in dieser Saison. Daher auch auf den verdienten dritten Platz, das Heimtrikot von Waldhof Mannheim. So, jetzt kommen die schönsten zwei. Auf Platz 2, das Heimtrikot von Saarbrücken für die Saison 24-25. Sehr schön gehalten mit den Vereinsfarben Schwarz und Blau und mit den gelben Streifen. Richtig cool. Auch wieder so eine glänzende Farbe. Blau und das Schwarze glänzt auch ein bisschen. Auch mit den Sponsoren. Sieht gut aus auf den Ärmeln. Auch die Ärmel jetzt ganz schwarz gehalten. Unten jetzt nicht mit irgendwelchen Streifen oder auch nicht mit blauen Streifen. Schwarz gehalten. Oben drüber die gelben Streifen. Sieht richtig cool aus, muss man sagen. Der Kragen schwarz gehalten. Und dann halt die zwei blauen Streifen und erst Symbol von Saarbrücken schön umrundet mit Gelb und auch Adidas das Zeichen in Gelb. Sieht richtig cool aus, das Trikot von Saarbrücken. Daher auch hochverdient auf Platz 2, das Heimtrikot von Saarbrücken. So, dann bleiben ja nicht mehr viele Mannschaften übrig. Für Platz 1, da habe ich das Heimtrikot von Hansa Rostock. Sieht richtig cool aus, schön in Vereinsfarben gehalten. Klar, das Rot ist zwar jetzt noch nicht mit dabei, aber blau und weiß, das hat man richtig cool gemacht. Auch mit dem Werbepartner 28 Black schön mit da reinbekommen. Die blauen Streifen aufgeteilt. Auch an den Ärmeln schön mehr weiß gehalten mit dezenten blauen Streifen. Auch mehr so ein leuchtendes blaues Streifen. Sieht richtig schön aus mit dem blauen Kontraststreifen. Ja, und auch über dem Logo von Hansa Rostock ein Meisterstern. Also das sieht richtig cool aus. Das Heimtrikot vom FC Hansa Rostock. Daher total verdient für mich jetzt auf Platz 1 bei den schönsten Heimtrikots der dritten Liga 24-25. Das Heimtrikot vom FC Hansa Rostock, liebe Fußballfreunde. Ja, das war jetzt mein Trikot-Ranking für die dritte Liga, für die aktuelle Saison. Was ist dein Ranking? Schreib dein Ranking gerne natürlich in die Kommentare. Was glaubst du? Wer steigt auf? Schreib es auch in die Kommentare. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, viel Spaß noch. Wir sehen uns. Tschüss.